befinden uns jetzt auf dem Gelände. Und es sind Überschilder, dass man hier mit Kameras aufgenommen wird. Von daher, wir haben uns gerade ein bisschen umgeschaut, haben aber keine gesehen. Also ich gehe davon aus, dass es alte Schilder sind. Und da sind die Eingänge. 1, 2, 3, 4. Wie bitte? Ist das eine Kamera da vorne oder? Ich weiß es nicht, aber wir sollten schnell hier von der Straße. Ja. Gehen wir zuerst? Ah, okay. Soll ich dir meine Hand geben, Emily? Oder geht das? Hi Leute, also schön, dass ihr da seid. Wir befinden uns heute in Belgien und schauen uns hier eine sogenannte Untertageverlagerung an, Abkürzung U-Verlagerung. Und hier wurde in der Vergangenheit, damals im Zweiten Weltkrieg, was wurde hier hergestellt? Flugzeugbenzin? Kugellager, Präzisionskugellager, oder? Genau, hier wurden Kugellager hergestellt und ich würde sagen, wir gehen da mal rein. Schön warm hier drin, hast du recht. Krass, eine Oldtimer und eine alte Pritsche für Pferde oder so. Mega, guckt ihr das mal an. Ja? Boah, was für ein Zustand. Das ist ein alter Citroën, oder? Eine Ente. Krass. Hier sind auf jeden Fall schon mal Steine runtergekommen. Ungefährlich ist anders, ne? Ich sagte, ungefährlich ist anders. Das hier ist wirklich riesig. Boah! Oh, guck mal. Klasse. Nee, die ist riesig, ne? Altes Führerhaus. Nochmal ein Blick von hinten. Manchmal kann man auch noch Inschriften erkennen, deswegen gucken wir uns hier mal auch die Wände an. Ein alter Torbogen. Boah. Also, jetzt sind wir hier quasi von dem Stollenbereich. Mit Naturstein. Kommen jetzt in den befestigten Bereich. Das hört sich so an, als ob da ist. Das ist das Auto.
Das Ganze ist aber wirklich ganz voll mit Kalk. Ah, okay. Für die Hochöfen und so. Da hängt ja auch unterirdisch ihre Werkstätten eingerichtet. Hier war hauptsächlich Kugellager, habe ich gelesen. Bei Saar war es Zahnräder für Panzer. Ich glaube, dein Sohn ist noch hinten. Emily, wartest du kurz auf uns? Altes Holz. Wenn man sich vorstellt, die Zwangsarbeiter, die hier gearbeitet haben, waren teilweise Tage, Wochen ohne Licht und mussten hier schlafen. Es gab natürlich auch Anlagen, wo die dann wieder ins Stammlager gegangen sind, aber ich glaube hier sogar noch alte Schrift erkennen. Henson. Heftig. Das dürfte Kommunikationsverzweigung sein. Aber ob die aus der damaligen Zeit ist, schwierig zu sagen. Oh ja, Rauchen verboten. Alte Inschrift. Die kennen wir ja aus den Bunkern. Hier ist noch eine alte Inschrift. Leider nur eine halbe. Hier. Hier auch. Okay. Haben wir überall Rauchen verboten. Alte Konstruktionsschriften vielleicht mit Bleistift. Wow, der sieht ja richtig gut. Man weiß wirklich nicht, wo man anfangen soll. Das Ding ist wirklich riesig. Schaut euch das mal an, wie weit das da hinten weggeht. Aber wir bleiben, glaube ich, auf der Route erstmal. Das scheint mir wie ein Regal zu sein. Das ist ja mal eine Anlage, oder? Das ist ja mal eine Anlage. Fällt mir sehr gut. Boah, ich bin gespannt, ob die GoPro, ich habe jetzt einen zweiten Akku, aber bei diesen riesigen Anlagen könnte es eng werden mit zwei Akkus. Ich hoffe, dass die
Qualität vom Mikrofon jetzt ausreicht. Ich habe mir nämlich ein neues Mikrofon geholt, weil ihr habt euch besseren Sound gewünscht und ich habe dann entsprechend investiert und habe mir das Rode Aufsteckmikrofon gekauft und teste das heute zum ersten Mal. Ich hoffe, das macht einen guten Job. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ist Emily hier lang gegangen oder? Da könnte man auch noch rein. Und Trecker. Gerold? Mega, oder? Das ist hier wieder rein. Leute, ich weiß gar nicht, wo ich mit euch zu essen gehen soll, weil hier ist alles noch da. Guck mal hier. Das ist ja wohl unvorstellbar. Wahrscheinlich als der. Das ist ja wohl schön, oder? Hier riecht es auch noch nach Benzino. Das sieht ja krass aus. Aber der Stein wurde doch hierher verbracht, oder? Ja, das ist Abraum. Nee, das ist Abraum. So viele Steine können ja nicht hier sein. Meinst du? Alle? Ja. 100 Pro ist der ausgebrochen. Weiß ich nicht.
Wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Und? Lohnt sich? Ja. Das ist ein Sturz, ne? Ja, Baumstamm. Die von den Ohren. Das sind dann die Boden, so Dinge. Stimmt. Riesig. Ja, das hat man anscheinend damals zugemacht, damit sich die Gefangenen nicht überall verstecken. Ne? Ja. Das sieht man ja immer. Ja, das sieht. Hauptportal vielleicht? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man die zugemacht hat, damit sich die Arbeiter nicht verstecken. Oder vielleicht sogar abhauen. Da gibt es ja bestimmt verschiedene Sektionen. Ja. Die eine machen die Größe, die andere machen das Format. Mhm. Hier ist auch gut was runtergekommen. Thank you.